Wir haben ein zweites Schwergericht, das jetzt in den Ring steigt. Wir mussten überlegen, machen wir Pause oder machen wir keine Pause. Aber wir haben einen Grund, warum wir jetzt keine Pause machen und ein bisschen Sitzleder brauchen. Der Mann, der jetzt dann hochkommt, ist unumstritten, seine Kompetenz weltweit unumstritten. Ein Mann, den wir früher nur aus dem Fernseher kannten, aus dem Radio, aus Zeitschriften und so weiter. Ein Mann, der sehr viel zu tun hat. Und er ist mit uns in Berührung gekommen. Er war schon einmal hier. Er hat so ein intensives Programm. Aber seine intensive Botschaft war uns so wichtig, dass wir ihn anfragten, ist nicht Gelegenheit zu kommen. Er ist heute von Berlin angeflogen, ist nach Zürich gelandet, 10 Uhr, glaube ich. Er ist jetzt pünktlich angekommen. Er redet jetzt. Und in 2 Stunden ist er schon fast wieder im Flugzeug. Ja? Und darum machen wir jetzt keine Pause. Also wenn jemand mal ganz dringend muss, es geht im Moment kaum anders, sonst müssen wir auf diesen wertvollen Beitrag verzichten. Gut, er wird uns jetzt in seinem Vortrag ein Update geben, auch was die Flüchtlingsproblematik betrifft. Und ich denke auch wiederum auf höchstem Niveau. Eine Kernaussage von ihm lautet, mehr Ethik in die Politik. Politik geht anders. Frieden und gerechter Ausgleich für alle. Wenn dieser Mann, der dieses Zitat gegeben hat, nun auch über Widerstand spricht, dann denke ich, macht er das nicht nur wohl überlegt, zum einen. Zum anderen, glaube ich, wird er seinem Kernsatz, seiner Kernaussage auch treu bleiben, wenn er von Widerstand redet. Er wird der Ethik verpflichtet bleiben, der Gerechtigkeit und dem Frieden. Bevor er hochkommt, stellen wir vor, wir dürfen zum zweiten Mal bei uns herzlich willkommen heißen, Christoph Hörstl. Christoph Hörstl. Christoph Hörstl wurde 1956 geboren, ist verheiratet und hat 4 Kinder. Nach Wehrdienst und Ausbildung auf der Deutschen Bank und Studium in München studierte er Sprachwissenschaft und Literatur in Chinesisch, Französisch und Spanisch. Christoph Hörstl war viele Jahre Sonderkorrespondent und Nachrichtenautor bei ARD. Er ist Experte für Zentral- und Südasien, Nah- und Mittelost-Sicherheitsfragen, spezifisch was die islamische Bewegung und diesbezügliche Sicherheitsfragen betrifft. Von 1985 bis 1999 berichtete Christoph Hörstl unter anderem für ARD aus Pakistan, Afghanistan und Kaschmir, moderierte tausende Live-Sendungen. Weitere Einsätze machte er in den USA, Ukraine, Indien, Irak und Iran. 2001 gründete er die Regierungs- und Unternehmensberatung Hörstl Networks in München, seit 2010 auch in Potsdam. 2006 bis 2007 coachte er ausgewählte Führungskräfte der deutschen ISAF-Truppen im Fach Landeskunde Afghanistan. Zur Erklärung, ISAF war eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung im Rahmen des Krieges in Afghanistan von 2001 bis 2014. Während der Wintersemester 2006-2007 lehrte Christoph Hörstl am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg zum Thema Terrormediation am Beispiel Afghanistans. 2013 rief Christoph Hörstl eine Bürgerbewegung der politischen Mitte aus und gründete die Partei Deutsche Mitte. Christoph Hörstl spricht heute zu Ihnen zum Thema Migrationswaffe und Terrormanagement. Europas Regierungen bedrohen ihre eigenen Völker. Widerstand. Ganz herzlich willkommen. Das ist ein Vorrecht, solche Männer, Schwergewichte in unserer Mitte zu haben. Wenn jemand weiß, von was er spricht, glaube ich, dann ist es er und diese Männer, die ihr heute hört. Vielen Erfolg, wir hören. Vielen Dank, Ivo. Ein besonderes Erlebnis, hier zu sein. Das war es schon beim ersten Mal, hat mich glatt vom Sockel gehauen und heute wieder. Einfach eine tolle Stimmung, eine tolle Truppe beieinander. Was wie ein netter Herr aussieht, verantwortet weltweit Massenmord, das Unterpflügen ganzer Völker,
und die weitflächige Zerstörung von Staaten, die danach, nachdem sich die USA dort ausgetobt haben, nur noch als Failed State, als kaputter Staat zu betrachten sind. Und dieser nette Herr sagt, ja, ja, okay, da ist ein Klassenkrieg, stimmt. Aber es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die da Krieg macht und wir gewinnen ihn gerade. Also da kommt zweimal in einem Satz das Wort Krieg vor. Und mein Thema heute ist, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen den führen, diesen Krieg, den diese Klasse hier ausruft, durch den zweistelligen Multimilliardär Warren Buffett. Und das ist noch einer von den sympathischeren. Ganz kurz zu mir persönlich sage ich jetzt nichts mehr, weil das ist alles passiert. Ich will aber etwas zur deutschen Mitte sagen. Wir hatten Mitte des Monats unseren ersten Bundesparteitag. 10% der wenigen Mitglieder, die wir haben, 340 damals, 330, kamen. Satzungsgemäß. Und der Bundesvorstand ist wiedergewählt. Ging allerdings um Haaresbreite, nämlich einstimmig bei einer Enthaltung. Und die kam von mir und die kam auch von den anderen, wenn ihr Wahlgang dran war. Wir interessieren uns tatsächlich für Ethik in der Politik. Wir meinen eine Ethik im Sinne der Bewahrung der Schöpfung. In unserer Partei wird nicht abgestimmt und dann machen 49%, die unterlegen sind, die Faust in der Tasche, sondern bei uns wird konsensiert. Und dann gibt es Abstimmungsergebnisse in den 70er oder 80er Prozent. Wir hatten keinerlei schwierige Debatte auf dem Bundesparteitag, weil die Mitglieder gut informiert waren und genau wussten, worum es geht. Es geht darum, dass wir Geschlossenheit zeigen für ein Programm, das es so in Deutschland nicht gibt. In anderen Ländern vermutlich auch nicht. In unserer Satzung steht seit dem Bundesparteitag offiziell verabschiedet, dass wir keine Koalitionsverhandlungen führen werden. Wir werden allenfalls Ressortabgrenzungsgespräche führen. Das heißt, unsere Inhalte, die wir ausführlich schriftlich darlegen, stehen niemals zur Debatte. Das ist entscheidend wichtig in der Politik. Wir glauben, dass was Frau Merkel gesagt hat, dass der Wähler keinen Anspruch darauf habe, dass die Wahlversprechen anschließend in Politik umgesetzt werden, die größte Lachnummer seit Erfindung der Demokratie ist. Wer sich das gefallen lässt, hat selber Schuld. Wir sagen auch, wer von den Politikern heute dieses geltende Finanz- und Geldsystem nicht ändern will, ist für uns nicht interessant. Von einer solchen Person wird keine Änderung der Politik, keine Besserung der Verhältnisse zu erwarten sein, im Gegenteil. Und deswegen sage ich heute, ich habe ein Problem mit Willy Wimmer. Das ist ein sehr netter Mann, der viele gute Dinge sagt, aber zu diesem Thema wollte er sich nicht äußern. Und als ich ihm geschrieben habe, bekam ich eine hocharrogante, unverschämte Antwort zurück. Ich trage ihm das nicht nach. Das bleibt ein verdienter Mann. Wir müssen aber klar sagen, mit der Finanzmafia legt er sich nicht an und dann kämpft er nicht unseren Kampf. Ganz eindeutig. Und da müssen wir die Trennlinie ziehen, auch wenn das ganz bitter ist. Ich freue mich, dass er sich vehement gegen die gültige Politik der Merkel-Regierung zur Wehr setzt. Das ist gut, das ist wichtig, damit bleibt er ein Stück weit Weggenosse. Aber den entscheidenden Schritt des Weges möchte er nicht gehen. Und dann finden wir für die Menschen, weder in Deutschland, noch bei den Nachbarn, noch in der Welt, etwas Neues. Und wenn wir das nicht bald finden, haben wir verloren, sind wir kaputt und können wir gar nichts mehr finden. Das ist das große Problem, das wir haben. Diese Partei Deutsche Mitte hat sich gegen die Konzernmafia, die weltweite Konzernmafia, verschrieben. Ganz eindeutig. Und ich bedanke mich ausdrücklich, gerade auch gerne hier auf diesem Boden, bei der Eidgenössisch-Technischen Hochschule der Schweiz in Zürich, die gesagt hat, 147 Unternehmen weltweit dirigieren 40% des globalen Besitztums. Eine Studie von 2011, kann jeder als PDF runterladen. Auf Englisch findet man sie leider zuerst. Und sie haben gesagt, alle Banken weltweit bilden ein einziges Kartell, dass wir gut verstehen, mit was für gewaltiger Macht wir uns da anlegen wollen. Und mit Gottes Hilfe werden wir siegen. Das ist ganz eindeutig.
Ich habe es gesagt, das Parteiprogramm ist unser Wahlprogramm. Und unser Wahlprogramm, das Parteiprogramm, wird das Regierungsprogramm werden, wenn wir die Chance bekommen. Nichts anderes wird gemacht. Und ich kann garantieren, solange ich da an Bord bin, wird nichts anderes gemacht. Und die anderen, das weiß ich seit dem Bundesparteitag, sehen das ganz genauso. Einstimmig. Ganz kurz zum Inhalt. Massenmigration als Waffe, das hat ja Gott sei Dank Michael Vogt schon hervorragend referiert. Dafür werde ich gar kein einziges Wort mehr verlieren. Die Folien, wenn hier von Hand nachgeschaltet wird, die werde ich einfach überspringen. Wir reden deswegen besonders über Terrormanagement innen und außen. Das ist das Entscheidende, eins der entscheidenden Themen heute. Und wir sprechen ein bisschen ausführlicher über die geplante Konfrontation mit Russland, die wir alle nicht wollen, die aber aus Washington betrieben wird, unter dem Druck der Mafia. Und wir reden über das Betrugsmodell Euro, eine Währung, die nie als funktionierende Währung geplant war. Das muss uns klar sein. Strukturell lebensuntüchtig, ein Ausplünderungsmodell für die Finanzmafia. Die Hochverratsverträge TTIP, CETA, TISA. Dieser Bundesregierung in Berlin geht es sozusagen hinten vorbei, wenn eine 250.000 Menschen durch Berlin marschiert und protestiert. Keine Reaktion, außer von Herrn Gabriel, der Wirtschaftsminister, der gesagt hat, wir müssen mit diesen Verhandlungen fortfahren, sonst erleiden wir gar Nachteile. Nein, nicht wir die Deutschen, sondern wir die Bundesregierung und wir seine korrupte Politikerklicke. Die erleiden Nachteile und die gönne ich denen. Der Bundeswehreinsatz im Innern. Die RSU-Kräfte und so weiter und so weiter, das werden wir dann immer kürzer durchsprechen, bis wir hinten zum Kapitel 13 kommen. Das ist eine Glückszahl. Widerstand und zwar aber wie? Darum geht es. Wie? Wie wollen wir das machen? Massenmigration als Waffe, ich schalte einfach durch. Und wir kommen zu diesem entscheidenden Thema, das ich in meinem Buch über Pakistan 2008 veröffentlicht habe. Wir können Terror nicht verstehen. Wir können das ganze Zusammenwirken der Geheimdienste mit Terroristen, mit ihren Angestellten, wenn man so will. Ja? Freie Mitarbeiter würde ich vielleicht lieber formulieren. Ja? Von wegen schnell feuern und gelegentlich auch beerdigen. Das können wir alles nicht verstehen, wenn wir das Ganze nicht segmentieren, weil eben nicht alle alles wissen in der CIA. Wir erinnern uns an sehr, sehr gute Schilderungen darüber, die alle belegt sind, dass es eben ein besonderes Büro in der CIA beim Geheimdienstchef war, das das Thema 9/11 bearbeitet hat. Weil man das natürlich niedrigeren Mitarbeitern nicht zumuten kann. Da würde ja die Informationsblase zu schnell platzen. Nur wenige waren eingeweiht und sind eingeweiht. Und das Thema, über das ich hier referiere, ist ein Thema, das ich auch mit Bundeswehroffiziellen und mit unseren Geheimdienstlern besprochen habe, als die Beziehungen noch besser waren als heute. Wir müssen davon ausgehen, Sie sehen da jetzt vielleicht, dass da zum Beispiel oben unter Stufe 3 Pakistan, Afghanistan steht. Ersetzen Sie das heute einfach durch Frankreich, dann liegen wir richtig. Dann liegen wir richtig. Denn natürlich waren die Attentate von Charlie Hebdo und von Paris, die 8 Attentatsorte, ganz glasklares staatliches Terrormanagement und nichts anderes. Alles andere ist glatt gelogen, um uns Angst zu machen, um uns in eine Gegenposition gegen Menschen, die jetzt zuwandern, zu bringen von vornherein, weil die Deutschland in einen Hexenkessel verwandeln wollen. Und wir sind bestens geeignet, um ihnen diese üble Schote zu versauen. Wenn also ein Großattentat gestartet wird, dann ist nur ein Top-Segment der Geheimdienste überhaupt beschäftigt. Wir wissen, dass 4 wichtige Geheimdienstler, darunter einer, ein ehemaliger vom MI6, sich in Lille bei Paris getroffen haben, wenige Wochen vor dem Pariser Attentat. Das ist jetzt für eine solche Operation, muss man als Praktiker sagen, nicht entscheidend, weil das viel zu kurz vorher ist. Es zeigt einfach nur, dass die Mitwirkenden
bei solchen großen Aktionen eben international zu suchen sind, das bastelt auch Frankreich nicht alleine. Da nimmt es die NATO-Partner mit an Bord. Und deswegen ist es vielleicht auch in diesem Sinne besser, wir fangen nicht so mit üblem, schrägen Wortgebrauch an, sondern sprechen von NATO-Komplizen. Und dann wird eben so etwas geplant, aber natürlich nicht im Treffen der Spitzenköppe im Oktober, sondern halt mehrere Monate vorher. Wenn jetzt auch, sagen wir mal, das ist ja immer so ein Doppelspiel. Management heißt ja, ich habe Untergebene, ich habe Leute, die ich manage. Wenn diese Typen, sagen wir mal, so richtig querschlagen und begehen ein Attentat, das ich nicht will, dann werden ganz oben die Entscheidungen gefällt, wenn das Hochkaräter sind. Und ein Layer darunter, in der Mittelschicht des Geheimdienstunternehmens, wenn die Leute niedrigeren Ranges sind. Aber Führungskräfte werden von ganz oben gemanagt. Das muss man ganz klar sehen. So, wenn also etwas passiert, was man nicht will, dann fällt, und das ist gravierend und schadet den NATO-Interessen, dann wird dieser Mann getötet. Wir haben solche Tötungsaktionen gesehen, zum Beispiel im Jemen vor einigen Jahren. Da wurde mittels einer Drohne aus einem Jeep-Konvoi heraus ein Al-Qaida-Führer ermordet. Das versteht man gar nicht so genau, wenn man eigentlich doch weiß, dass Al-Qaida eine CIA-Gründung ist und ich will mal sagen, Washingtons und Finanzmafia-Interessen betreiben muss. Das versteht man erst dann, wenn man sich klar macht, dass dieser Mann zweifellos vorher irgendetwas Gravierendes getan hat, was seinen geheimdienstlichen Sponsoren nicht gefallen hat. Und dann ist er fällig. Dann ist er eben im schlimmsten Fall tot. Auf der Stufe 2, da passiert eben jede Menge. Da erzähle ich ein persönliches Beispiel. Ein guter afghanischer Freund von mir ist, sagen wir mal, im pakistanischen Teil des Terrormanagements für Afghanistan tätig. Gelegentlich, weil er 4 Frauen hat und viele kleine Kinder, ist er ein bisschen knapp bei Kasse. Er nutzt seine Machtstellung, die er hat, durch dieses pakistanische Geheimdienst-Backing, um in Grenznähe zu Afghanistan, auf pakistanischem Territorium, mit ein paar bewaffneten Freunden so eine Straßensperre aufzurichten, die man in diesem Gebiet alle naslang findet. Was macht er? Er kassiert den durchfahrenden Verkehr ab. Manche sind Freunde, die kennt er, die werden einfach durchgewunken. Und andere werden sauber zur Kasse gebeten. Wer besonders? Klar, der Nachschub für die amerikanischen Truppen zum Beispiel. Und das ist bei denen schon eingepreist, sodass wir in großen amerikanischen Zeitungen offiziell nachlesen können, ich glaube, es war in diesem Fall USA Today, bin ich mir ganz sicher, aber das kann man alles googeln, dass der amerikanische Steuerzahler auf diese Art und Weise die Taliban jedes Jahr mit zig bis zu mehreren 100 Millionen $ über solche Straßengebühren finanziert hat. Offizielle Nachricht. Und er hat einfach ein bisschen mitkassiert. Fertig, aus Applaus. Es sei ihm gegönnt und seine Vorgesetzten haben das geduldet. Warum? Wertvoller Mann, schlägt um die Stränge, ist alles im relativ normalen Bereich. Wir mögen das nicht, wir wollen nicht, dass er sich selbstständig macht, auch nicht mit Bewaffneten, völlig klar. Aber wir dulden das. Warum? Wir mögen ihn. Außerdem ist er ein bekannter Mann und Stammesführer und sowas, das können wir nicht angreifen. Das ist also Stufe 2. Stufe 1 sind ganz normale kleine Raubaktionen oder sowas, wenn einer da über die Stränge schlägt. Das sind so die Disziplinierungsmethoden im Terrormanagement durch Geheimdienste. Und in Pakistan wird das wahrgenommen, im Lohnauftrag sozusagen, durch die beiden Dienste ISI, Inter-Services Intelligence, und IB, International Bureau, der Pakistanis, im Auftrag der CIA und von denen überwacht. Wenn jetzt jemand irgendwie eine Frage hat, wo ist ein Mullah Omar oder wo ist ein der oder jener aus dem damaligen Taliban-Kabinett, war das ganz einfach. Die sitzen alle beim Tee in Quetta. Das Schöne an der Sache ist, dass auch die CIA ein Büro in Quetta unterhält und die treffen sich beim Tee. Und so laufen diese Dinge, die hier uns von den Medien ganz anders erzählt werden. Und manchmal kriegen wir so eine kleine halbe Zeile in irgendeinem großen Massenmedium und daran lernen wir, Chefredakteure sind informiert, Politiker sind informiert und alle lügen gemeinsam. Wir haben eine sehr wertvolle Vereinigung in Deutschland, das ist die Wissenschaftsmanufaktur von Andreas Bopp. Und da spricht man von einem medial-politischen Kartell.
Wunderbarer Ausdruck, kann ich nur jedem empfehlen zu adoptieren. Medial, politisches Kartell, MPK, saubere Sache. So muss man das beschreiben. Dann sprechen wir insgesamt also von verdeckten Aktionen, wenn ich mal in die unterste Zeile komme davon, von verdeckten Großaktionen für Aufbau und Ausnutzung widerständischer Kampfstrukturen mit möglichst abhängig gehaltener Führung zur Verwirklichung global strategischer, politischer und militärischer Ziele in kleinen Gruppen oder mit übergeordneter nationaler Gesamtstruktur. Zitiert wird hier Pakistan, Afghanistan, aber das gilt genauso für das europäische NATO-Gebiet heute. Ich werde da später noch darauf zu sprechen kommen, aber das ist pures Terrormanagement. Seit Jahren warne ich davor, dass unsere korrupte und verbrecherische Regierungspolitik diese Art Dinge auf unseren europäischen Boden importieren will. Und ich habe mir natürlich, sage ich mal, vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass wir heute mit solchen Zuwandererzahlen rechnen müssen und die Regierung offiziell erklärt, wir haben den Überblick verloren, wer kommt. Gleichzeitig auch noch sagt, wir haben keine Erkenntnisse über zuwandernde Terroristen, was eine blanke, dreifache Lüge ist. Sie haben Erkenntnisse von den Geheimdiensten, sie haben Anordnungen aus Washington und sie haben natürlich Bestätigungen von IS und anderen Gruppen, dass die Jungs schon unterwegs sind. Und dann sowas zu lügen, ist also schon eine ganz besondere Regierungsleistung, das will ich hier mal sagen. Jetzt haben wir ein Attentat auf ein russisches Passagierflugzeug auf dem Sinai gehabt, am 31. Oktober. Es ist vollkommen eindeutig für jeden, der auch nur mal mit einem halben Ohr sich befasst hat mit Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen und mit der Schwierigkeit, solche Bomben zu platzieren, das auch noch mal zum Thema 9/11 einschleusen von Leuten. Das ist ein Präzisionsjob. Fragen Sie sich immer, wenn Sie solche Dinge beobachten, was würde passieren, wenn das Ding schief geht? Dann würden sofort die Gerätschaften, Waffen und so weiter auseinandergenommen. Die Akteure werden buchstäblich auseinandergenommen. Kann ich Ihnen sagen, in Ägypten wird gefoltert, nicht zu knapp. Die Moslembruderschaft weiß da ein jahrzehntelanges, furchtbares, entsetzliches Lied zu singen. Und dann kommt ziemlich viel raus dabei. Wenn man das nicht will, kann man nur einen hundertprozentigen Job machen. Dann wird man eher nicht den Mossad nehmen. Dann wird man wahrscheinlich die CIA nehmen. Und so klage ich heute an, die CIA war beteiligt am Absturz dieses Flugzeuges über dem Sinai der russischen Verkehrslinie. Wir hatten am 4.11. einen abgestürzten Frachtflug mit einer teilrussischen Besatzung und einem russischen Antonov-Flugzeug. Das kann ich, habe ich jetzt nicht mehr die Zeit gehabt zu recherchieren, nicht gut einordnen. Wir vermerken das am Rande, wir tun es in den Hinterkopf, aber ich sehe im Moment noch nicht so richtig die Verbindung. Klar ist jedoch, aus dieser Kriegserklärung der USA an Russland, spätestens mit diesem Abschuss, mit diesem Bombenattentat oder was auch immer über dem Sinai, dass die USA den angekündigten Abnutzungskrieg gegen Russland in Nahost angefangen haben. Ich beziehe mich hier auf eine Kommentarzeile in der New York Times. Das ist nicht etwas, was geheim gelaufen ist, wo ein Abnutzungskrieg angedeutet wurde. Ich habe das bei mir auf meinen Facebook-Kurzmitteilungen verlinkt. Das ist ganz eindeutig, das war eine Drohung. Es ist ein Signal der USA an den Rest der Welt, insbesondere aber an Russland, dass Recht und Gesetz nicht mehr gelten. Wir können uns gefasst machen auf die übelsten Dinge, die wir uns vorstellen können. Und eine besondere Botschaft an Ägypten war darin auch enthalten. Und die heißt, ihr versucht mit Russland besondere Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu verbessern. Hier hat Putin viel Energie reingesteckt, das können wir in den Massenmedien nachlesen, in den Lügenmedien, in den MPK. Ja. Und die USA sind eindeutig dagegen. Nicht so scharf wie im Fall Deutschland, aber sie sind dagegen. Und dies war ein ganz klares Signal auch nach Kairo. Ihr versucht was, ihr kriegt es mit uns zu tun.
Und dabei vergessen die Leute, die Analysten, die regierenden Korruptlinge im Westen, dass Russland sich nicht vor Krieg scheut. Ich saß wenige Monate vor seinem Tod mit dem guten alten Egon Bahr zusammen in seinem Büro. Das war unser drittes Treffen. Wir waren da wieder mal ziemlich viel nicht einer Meinung. Aber am Schluss sagte er, ich habe kein Gefühl für Putin. Und da habe ich ihm gesagt, das ist gar nicht so schwierig. Das ist in erster Linie ein Russe. Und so müssen wir ihn behandeln. Und er meint die Dinge, die er macht, ziemlich ernst. Und er rasselt nicht mit dem Säbel. Wenn wir Russland angreifen, in der Art, wie wir das jetzt anfangen, wird Russland sich nicht scheuen, in einen Krieg einzutreten. Und ich habe ihm auch gesagt, Russland wird auch einen Atomkrieg um die Krim führen, wenn das sein muss. Das war sehr interessant, seine Reaktion zu sehen, weil er ein bisschen verunsichert war, aber das hat er nicht gezeigt. Das sind die Dinge, die da hier zu Buche stehen. Russland wird nicht klein beigeben. Das muss uns klar sein. Da rennt die NATO gegen eine Betonwand. Das muss uns auch klar sein. Und wenn wir Deutschen da in die erste Linie gehen, dann sind wir da platt an dieser Wand. Ganz einfach. Russland ist immer besser gerüstet, mit jedem Tag besser, zu immensen Kosten für die Volkswirtschaft. Wenn Sie mich fragen, wenn ihr mich fragt, rausgeschmissen ist Geld. Schade, dass das in Waffen geht, statt in Kontakte, in Sprachenlernen, in Bildung, in solcher lauter gute Sachen, in die Besserstellung der Armen, weil aus Washington ständig Kriegsansagen kommen. Das müssen wir auch wissen. Das ist deswegen, das ist eine Reaktion, keine Aktion wie unsere MPK-Lügen. Wir gucken weiter auf spektakuläre Fälle. Paris-Attentat. Ohne staatliche Beteiligung, ich sage es nochmal, 8 Anschlagsorte. Das ist eine Hochpräzisionsoperation, eine Großoperation. Nicht denkbar. Wir wissen, dass der einer der schwächsten Präsidenten in den letzten 100 Jahren französischer Geschichte, François Hollande, der hat schon bei Charlie Hebdo sehr unangenehm an Zustimmung gewonnen, zu einem hohen menschlichen Preis nämlich. Und es ist jetzt schon wieder erwiesen, kann man im Spiegel nachlesen, dass er stark gewonnen hat durch die jetzige Anschlagsserie in Paris. Wenn das Methode wird, dass schwache Regierungsführungskräfte sich, wie soll man sagen, ihre Position stabilisieren, indem sie ihre Landsleute ermorden lassen, dann haben wir eine ganz neue Politikqualität. Jedenfalls haben die französischen Behörden vorher Akten Tatbeteiligter geschlossen, Wochen vorher, die sie jahrelang überwacht hatten. Das ist sozusagen eine geheimdienstliche Freilassung, eine Freistellung des freien Mitarbeiters für das Attentat. So funktioniert das. Wir haben 8 Schauplätze, hatte ich gesagt. Wir haben natürlich wieder mal einen Pass gefunden, wie bei Charlie Hebdo und bei 9/11. Das ist eigentlich schon eine normale Übung. Im Grunde genommen können wir fast so eine Knee-Jerk-Reaction, ja, zack, buff, ja, wenn wir einen Pass finden, Terrormanagement. Dann haben wir Ankündigungen in Medien und auch in den Dienststäben, dass sowas geplant ist. Super. Wir haben kleinere Vorläuferattacken. Das muss man verstehen. Auch so ein Drecksgeheimdienst im Westen muss üben, gell? Das können die nicht alles von alleine. Und dann haben wir zum Teil ganz unklare Akteure. Da gibt es Augenzeugen, die hier nicht so richtig zu Wort kommen, denen zufolge in diesen Straßenschießereien, die da aus einem zum Beispiel nur schwarzen Mercedes herausgetan werden, dass das ziemlich große Whiteys gewesen wären, weiße, kräftige Männer. Haben wir nicht so furchtbar häufig bei IS, ja? Es sei denn die Gastarbeiter aus London oder so. Kurz, das riecht nach einer Joint Operation, ja? Einer schönen Zusammenarbeit. Und dann haben wir dieses unglaubliche Eingreifen im Bataclan. Da brauchen die tatsächlich 3 Stunden, um einzugreifen, also bis sie bewaffnet einschreiten. Und dann machen sie das so nach dem Motto, hier ist der Wilde Westen. Die Stadt ist zu klein für uns beide. So ein Quatsch. Sowas macht man mit Blendgranaten. Da setzt man Schockwaffen ein, da fällt dann alles um und liegt für eine Viertelstunde oder auch ein paar Minuten flach. Aber man fängt doch nicht an, da rumzuballern
und dann 3 Stunden nachdem die angefangen haben zu schießen, was zum Teufel sollte das? Für mich absichtlich falsches Management eines Terrorfalls. Und auch das deutet darauf hin, dass hier irgendetwas ganz gravierend stinkt. Und wenn die überhaupt erst über eine halbe Stunde nach Beginn der Knallereien anfangen anzurücken, ich weiß ja nicht, was passieren würde, wenn ich in der Innenstadt eine Schaufensterscheibe einschmeiße. Aber dauert das wesentlich länger als 5 Minuten? Keine Ahnung. Also, dann gucken wir in dieses interessante Viertel in Molenbeek. Zufällig wohnen da ein paar Bekannte von mir aus der, ich will mal sagen, Szene der islamischen Bewegung. Die sind da aber schon vor Jahrzehnten hingezogen. Dieses Viertel hat lange gebraucht, bis es aufgebaut war. 30 Jahre lang etwa. Da gibt es europäische und US-Verbindungen. Das sitzt ausgerechnet in der Stadt, wo auch die EU beheimatet ist. Noch so eine, naja, kriminelle Truppe. Oder auch die NATO. Ja? Die sitzen da alle diese ganzen Gauner sitzen da zusammen in Brüssel. Angenehm. Gleich und gleich gesellt sich gern, würde ich einfach so sagen. Dann haben wir ganz, ganz enge Verbindungen in die Gefährderkreise, so heißen die in Deutschland, Gefährder. So nennt man Leute, die also offenbar gewaltbereit sind. Für mich sitzen Gefährderkreise im Kanzleramt, aber das ist eine ganz, ganz andere Frage. Hassprediger haben wir da. Wie kriegt man einen Hassprediger in ein Land? In Deutschland kann ich das sagen. Reda Seyam wurde mit dem gleichen Umzugsunternehmen nach Deutschland geflogen, das auch BND-Personal transportiert. Nicht, wenn da irgendwelche Fragen, so geht das. Dann haben wir international reisende radikale Muslime. Das geht gar nicht ohne ein Okay der Geheimdienste, weil deren Pässe, deren Personalien, deren Visagen, die poppen hoch an jedem Flughafen. Da müssen also Clearings vorliegen, anders geht das gar nicht. Einer der Hauptakteure soll über Tschechien nach Brüssel geflogen sein, sozusagen von hinten rein. So geht das nicht. Da müssen Geheimdienste mitarbeiten, sonst können die keinen Schritt tun. Wir haben einen florierenden Waffenhandel, war in der Asia Times zu lesen, bis hin zum Granatwerfer in Brüssel und Umgebung. Nicht zu glauben. Automatische Waffen sowieso. Alles strikt verboten normalerweise. Offensichtlich lassen die Behörden hier gewähren. In großem Stil, die basteln so etwas, bis das funktioniert, damit es schlagfähig wird. Und wenn dann die kleinen, netten, so schwarzhaarigen, dunkeläugigen Jungs nicht ausreichen, dann nehmen wir noch andere dazu, aus befreundeten Diensten, um so einen Großteil wie Paris zu organisieren. Terrorpendler aus Syrien nenne ich die. Und da gibt es natürlich einen Know-how-Transfer. Staatlich gesponserte Milizenkriege, wie das Ding in Libyen oder das in Syrien, erschaffen Personal, das dann von den Inlandsgeheimdiensten übernommen wird, bei uns hier in Europa. Und dann haben wir natürlich negative Folgen für die Demokratie. Das ist ganz einfach. Es gibt nahezu keine Integration. Wir Deutschen haben einen riesigen Fehler gemacht. Als diese ganzen netten türkischen Gastarbeiter kamen, haben wir die teilweise gut integriert und teilweise gar nicht. Die haben eigene Viertel aufgebaut. Und was hat der Staat gemacht? Er hat beobachtet, wie die Deutschen mit dem Problem fertig werden, dass die Innenbehörden in den Kommunen angewiesen sind, die Typen zu konzentrieren. Die eine Sache, die man nie machen darf mit Fremden, die soll man schön verteilen und soll schauen, dass jeder seine deutsche Betreuung kriegt und sich wunderbar einlebt. Dann läuft das auch. Wir haben das Gegenteil getan. In Berlin und woanders in Deutschland gibt es Schulklassen, 25 Kinder sitzen drin und ganze 2 davon sind noch deutschstämmig. Ich bewundere die beiden. Wenn meine beiden Kinder das wären, ich würde die da rausziehen. Weil dann kann ich doch gleich nach Arabien gehen und die da in die Schule gehen. Das ist dann leichter. Das Arabische ist auch besser. Wir haben eine Radikalisierung aller Beteiligten. Und auch bei den Behörden. Dass unterbezahlte, zu wenige Polizisten irgendwann mal die Schnauze voll haben. Das ist doch völlig verständlich. Das geht so nicht weiter. Und wenn dann mal eine nette Sozialbeauftragte weint, wie die Birgit Meier, ne, von München, vor einer laufenden SPD-Versammlung, da kommt keiner von den Genossen auf den Gedanken, die Frau mal in den Arm zu nehmen
oder zu sagen, seht ihr Idioten, das richtet ihr hier an mit eurer Politik, wann endet das? Gelaber kommt vom Fraktionsvorsitzenden. War das Oppermann? Jedenfalls ist es völlig klar, dass das Entstehen radikaler Gruppen, No-Go-Vierteln und so weiter, in Deutschland Teil des internen Managements ist. Management der Innenbehörden, der Innenpolitik, verantwortet vom Innenminister. Da haben wir ganz schlagende Figuren in den letzten Jahren gehabt. Ne? Unseren Herrn Schäuble, jetzt straffreier ESM-Gouverneur, straffrei, galt früher nur für absolute Herrscher. Der kann machen, was er will, der ist straffrei. Und wir haben den Herrn de Maizière. Die Gewaltbereitschaft steigt natürlich bei sowas nur. Bürgertum ist politisch praktisch gelähmt. Die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil die von den Medien und interessanterweise, und das ärgert mich besonders, weil meine Familie intensiv in Deutschland mit der Kirche verbandelt ist in den letzten 300 Jahren, protestantische Pastoren, das ist schon eine ganz schöne Familiengeschichte in ungebrochener Reihenfolge. Und diese Kirchen in Deutschland stellen sich an die Seite einer verbrecherischen Bundesregierung und bejubeln und beklatschen und drücken auch nach, dass wir mit Menschen, die in Not sind, eigentlich Fußball spielen. Wir hetzen die durch ganz Europa, weil wir nicht in der Lage sind, in deren Heimat endlich Frieden zu machen. Warum nicht? Aus Korruption. Das ist der Grund. Mich erinnert das ganz fatal an die deutschen Christen während der Nazi-Zeit, als die Kirchen, beide Konfessionen, gnadenlos eingeknickt sind. Und mein Großonkel im Gestapo-Knast saß in Berlin, direkt unter dem Büro von Heinrich Himmler, wo mein Großvater ihn rausholte, nachdem er sein Testament gemacht hatte mit 7 kleinen Kindern. Drecksbande. Und eine solche Bande herrscht jetzt wieder in Berlin. Verzichtbar sind die. Wir reden von einer wirtschaftlichen Ausbeutung, die gegen die Deutschen und andere EU-Bürger und viele andere Bürger weltweit läuft. Organisiert von den Mafiosi, oktroyiert den ausgesuchten Regierungen. Die müssen das umsetzen. Das passiert. Wir reden von einer schleichenden, immer perfekteren Machtergreifung der Mafia in Deutschland und anderswo, aber bei uns besonders schlimm. Demokratieaussetzer, dass jetzt zum Beispiel Hollande am Donnerstag erklärt hat, die Menschenrechtskonvention, die europäische, sei in Frankreich außer Kraft gesetzt. Und niemand kann die Frage beantworten, welche Menschenrechte gelten doch noch. Unfassbar. Das ist das Ende. Das ist das Ende der Demokratie, das Ende unseres Selbstverständnisses. Und wir, Berlin, machen das mit. Und das führt in einen Niedergang. Das muss, weil die Bevölkerungen aufmüpfig werden, in Unterdrückung führen. Und das muss in Kriege führen. Und das führt zur Teilausrottung von Bevölkerungen. Und das haben wir gelesen, dass es da so Pläne gibt. 6 Milliarden seien auf diesem Erdboden verzichtbar, steht da. Ich kann das gar nicht glauben. Aber ich habe in den letzten Jahren schon so viel nicht geglaubt, was dann Tatsache wurde, dass ich hier heute nicht mehr sagen kann, das schließe ich aus. Und wenn ich das nicht ausschließen kann, ihr Lieben, dann kann es sein, dass es uns bald alle nicht mehr gibt, wie wir hier sitzen. Und das finde ich ehrlich gesagt keine Perspektive. Die geplante Konfrontation mit Russland. Wir haben Zusicherungen gegeben an Gorbatschow. Aber was das Fieseste ist, nachdem wir sie alle gebrochen haben, haben wir ihn immer zur Party eingeladen, jedes Jahr. Unser lieber Gorbi. Solange bis er gemerkt hat, dass er eigentlich vergackeiert wird von unseren Regierungen und kam nicht mehr. Das ist interessant. 1999, da war ich noch bei Phoenix, beim Sender Phoenix und habe selbst ein Dreier-Interview gemacht. So was gab es bei dem kleinen Sender bis dahin gar nicht, mit 3 Außenministern von Polen, Tschechien und Ungarn. Aber 2004 kam schon die nächste Gruppe, 7 Länder auf einmal. Und dann nochmal 2009 2 weitere. Und so sind wir langsam auf Russland zugekrochen, gegen jede geltende Verabredung, die allerdings Gorbatschow nie schriftlich in Verträge gegossen hat. Wahrscheinlich wusste er, dass das auch sinnlos wäre, weil wir uns sowieso nicht dran halten. Wir heißt die NATO-Bande.
Ich gehe ganz kurz drüber hinweg, dass in den Konflikten danach sich Russland immer eine Scheibe von dem Staat abgeschnitten hat, sozusagen über seine Freunde, den wir uns gerade einverleiben wollten. Ob das jetzt Transnistrien in Moldawien war oder Abchasien und Südossetien in Georgien oder eben der berühmte Donbass in der Ukraine. Was sollen die auch sonst machen? Ja? Schon bei den polnischen Teilungen hieß es von der Kaiserin Theresia, sie weinte, aber sie nahm. Wer hat das gesagt? Der fiese Fritz von Preußen. Der war ganz schön gehässig und er hat am meisten genommen. Und so sieht das jetzt eigentlich aus. Wir haben einen NATO-Aufmarsch in Mittelosteuropa. Im Schwarzen Meer kreuzen die Zerstörer und stellen plötzlich erschrocken fest, dass Russland in der Lage ist, deren gesamte Elektronik an Bord lahmzulegen. Super. Europa aber wird geschwächt. Europa wird geschwächt. Wir haben in Europa als Europäer nichts mehr zu sagen, weil die Amerikaner mit eigenen Truppen ohne NATO-Absprache, denn da gibt es ja auch möglicherweise Gegenstimmen, einfach das Spiel machen gegen Russland, aber den Krieg müssen wir dann ausfechten. So ist der Plan. Wir gucken in die Ukraine mit dem westlichen Putsch 2004, George Soros. 2014, nachdem man ein Jahr vorher begonnen hatte, in Rumänien und Polen die Nazis zu trainieren. Und schließlich geht es hier um eine dauernde Eskalation, jetzt gerade wieder. Wir blockieren den Strom auf die Krim, den elektrischen Strom. Und damit da nicht irgendwie jemand Nettes wieder zuschaltet, blasen wir auch gleich zwei Masten weg, dann wird der Schaden länger. Solche Nummern. Hätte Russland sowas mit der Ukraine gemacht, dann würden wir hier wahrscheinlich schon halb im Krieg stehen. Unglaublich, was sich da die eine Seite gegen die andere erlaubt. Nicht zu fassen. Und Putin wiegelt ab, redet, erscheint zu den Treffen, setzt sich noch mit Obama an einen Tisch bei den G20. Und ich denke, mein Gott. Ja. Und er redet offen mit dem, Auge in Auge, auf Augenhöhe, wie er es immer wollte. Aber was bekommt er? Er bekommt gezielte militärische und geheimdienstliche Tritte von den USA und darf dann auf solchen großen Treffen gute Miene zu diesem ganz bösen Spiel zu machen. Und Gott sei Dank hat er bei diesem G20-Gipfel mal etwas gesagt, was hier gar nicht in den Medien kam, aber was Gott sei Dank mein iranischer Gesprächspartner vom iranischen Staatsrundfunk mir als Frage vorlegt. Er hat nämlich gesagt, ich sitze hier mit Leuten am Tisch, die mit Terroristen zusammenarbeiten. Bravo, Putin. Neueste Umdrehung. Ein russischer Bomber fliegt los von dem berühmten russischen Flughafen nahe Damaskus. Er fliegt einen Kreis. Alle diese wichtigen Grenzgefechte, alle wichtigen Schmugglerverkehre mit Öl und Gas von IS in die Türkei sind in Grenznähe. Der rattert also offenbar über einen türkischen, über so einen kleinen Keil in das syrische Gebiet. Fliegt er tatsächlich drüber. Darauf haben türkische Kampfflieger 40 Minuten lang gewartet, in der Luft. Jetzt muss man sich das militärisch ganz einfach vorstellen. So ein Ding fliegt 600, 700 Kilometer in der Stunde. Der fliegt da also rüber. Die können den nicht in der Sekunde abschießen, wo er drüber ist. Die müssen das ja erstmal mitkriegen, fliegt er da wirklich drüber. Ja? Jetzt fliegt er da wirklich drüber, aber bevor die ganze Befehlskette abgearbeitet haben, dürfen auf den Knopf drücken, ist er natürlich schon wieder raus. Das dauert nach russischen Angaben 5 Sekunden, nach türkischen Angaben 17 Sekunden. Liebe Leute, eines ist das doch nicht. Das ist doch nicht ein Eindringen eines russischen Kampfflugzeuges in die Türkei. Das ist ein Entlangflug und da kann mal so ein kleines Gebiet mitgenommen werden und jeder, der die Geflogenheiten an der Grenze kennt, weiß, dass das passiert, wenn man in Grenznähe bombardieren muss, weil unsere liebe Türkei, unser NATO-Partner mit demnächst Visafreiheit, wenn es um Frau Merkel geht, eine Visafreiheit, die übrigens Putin jetzt gerade zurückgenommen hat gestern. Interessant. Dieser Partner versucht da so einen kleinen NATO-Krieg vom Zaun zu brechen. Wir sind alle gezwungen, durch unseren berühmten Paragraphen 51 NATO-Statut, den auch zu führen. Und die schicken dann die Bomber hinterher und die schießen von hinten den wegfliegenden russischen Jagdbomber ab. Das ist der Gang der Dinge, ein Lufthinterhalt. Und anders ist es technisch nicht zu machen.
Und wenn Putin das erklärt, dann tun unsere MPK so, als sei das eine ganz wilde, hergesuchte Story. Aber das, so leid es mir tut, Putin ist weiß Gott kein Heiliger, die Innenpolitik kann ich nicht immer unterschreiben. Aber an diesem Punkt hat er nicht gelogen. Wer gelogen hat, sind wir. Und wer übrigens den Flieger abgeschossen hat, sind wir. Und das kann Russland sich nicht bieten lassen, natürlich nicht. Worum geht's? Die Türkei ist der Haupthehler für IS, Öl und Gas. Inzwischen schreibt das sogar der Spiegel, dass da sowas läuft. Nicht ganz so scharf, aber sie schreiben das. Das dürfen wir jetzt also wissen. Jetzt können wir abwägen. Ja? Wollen wir jetzt mit den Türken einen Vertrag machen, damit die Zuwanderer da beherbergen? Also bei denen sind es ja noch Flüchtlinge, Entschuldigung. Also bei denen sind es Flüchtlinge, bei uns sind es ja Zuwanderer. Also die Flüchtlinge behalten sie und dafür kriegen sie von uns Geld und politisches Entgegenkommen. Und jetzt sollen wir da eine Güterabwägung treffen. Vielleicht sollen wir sagen, der Erdogan ist uns eigentlich viel zu islamisch und viel zu böse. Nehmen wir doch lieber die Zuwanderer. Das ist immer so ein bisschen da hinten drin in dem Geschäft, medial. Spin-Doktoren arbeiten da. Das Iraköl außerhalb des kurdischen Verfügungsraumes ist praktisch verloren an den IS. Russland hat diesen Verbund gegründet, Iran, Irak, Syrien. Hat sogar inzwischen, wie wir durch Fotos im Spiegel erfahren konnten, gestern oder heute, Panzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen nach Syrien gebracht. Ja, anders ist halt so eine Stellung auch nicht zu halten. Nebenbei gesagt, ist das ein schwacher Ausgleich dafür, dass wir seit Monaten aus unseren MPK-Medien wissen, dass die Special Air Services, also die Geheimdienst-Elite-Truppe der Briten, schon lange mit eigenem Personal in den Klamotten von IS bei IS mitmischt. Und entsprechende amerikanische Kräfte haben wir auch. Ein paar hundert Mann sind US-seitig offiziell zugegeben. So sieht das aus. Ein paar tausend Mann sind vermutlich dort. Ich gehe davon aus. So sieht diese Geschichte aus. Jetzt helfen die USA den Kurden, um die Allianz mit Assad zu stören. Die Türkei hilft den Turkmenen und beklagt sich bitter, wenn Russland die bombardiert. Dieses Getobe kann man auf meiner Facebook-Seite nachlesen. 5.000 bis 10.000 Mann NATO-Truppen sind da aus diversen Töpfen sozusagen, aus diversen Bestimmungen und Waffengattungen und Truppenzugehörigkeiten sind da unterwegs, von uns aus jetzt schon. Wir organisieren einen Krieg, der eine Mischformation ist sozusagen, eine Mischformation zwischen einem Stellvertreterkrieg und einem direkten Krieg. Das läuft da gerade ab. Das ist nicht nur brandgefährlich, das ist einfach immer kurz vor der Initialzündung für einen dritten Weltkrieg, von dem wir ja ohnehin nicht wissen, ob er nicht eigentlich schon begonnen hat. Ich meine, wo beginnt denn der Hindukusch und wo sind die Ausläufer? Ja? Ich bin da lange genug rumgelaufen, aber ich weiß das bis heute nicht so ganz. Und bei diesem dritten Weltkrieg bin ich in ähnlichen Zweifeln. Was immer passiert seitens Washington ist, im Auftrag der Finanzmafia macht diese Länder verwaltungsunfähig. Und da sollten wir Deutschen gut aufpassen bei diesem Wort, verwaltungsunfähig, weil das die nächste Nummer ist, die uns droht mit dieser Politik. Und die haben jahrzehntelange Erfahrung in Washington und riesig Expertise, wie man das macht, wie man das handelt, wie man das verwaltungsunfähig hält, wie man Oppositionen zersplittert, wie man die Leute auseinanderhält, damit sie sich nicht gemeinschaftlich wehren gegen eine solche Verbrecherpolitik. Katar und Saudi-Arabien streiten sich in Syrien und im Irak mehr oder weniger offen um Einfluss und Ressourcen. Die sind so zwei kleine Streithähne. Das ändert aber nichts, das macht die Sache nur noch verrückter und noch kaputter. Und alle diese Verbündeten springen ab, wenn jemand wie Russland kommt und macht wirklich Tabula Rasa. Dann würden die weich werden. Es hat schon so ein Techtelmechtel zwischen Saudi-Arabien und den Russen gegeben. Mehrfache Reisen von Außen- und Verteidigungsministern. Interessante Gespräche mit den Russen. Es ist zu nichts gekommen. Warum? Weil die USA es nicht zulassen. Denn in Riad kann kein Saudi husten, ohne dass die NSA das mitbekommt
Und sie können nicht regieren, ohne dass vorentschieden wird. Ein kleines Gummistempelchen dürfen sie noch drauf machen, damit es saudisch aussieht. Und so ähnlich war auch die Sache mit dem Euro. Die Folie ist schon relativ alt, aber wir müssen sie noch mal vorführen, weil manche immer noch nicht erinnern oder sehen wollen, was da tatsächlich passiert ist. In den 13 Jahren vor der Einführung einer Gemeinschaftswährung, die da 0,0 Eurocent gelassen hat für irgendwelche Anpassungen wegen unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Entwicklungen. In diesen 13 Jahren gab es 17 Kursanpassungen. Und in den letzten 3 Jahren vor Einführung des Euro, als man unbedingt auf die Bremse hätte treten müssen, das wäre der letzte Moment gewesen, hat man auch durch die Schwankungsbandbreiten auf 15% erhöht. Das ist ein Offenbarungseid der Euro-Gruppe in Bezug auf den Euro. Wir können den Euro gar nicht. Wir schaffen das nicht. Nicht wahr, Frau Merkel? Also ist heute der Euro als Zinstransferinstrument, als Schuldentransferinstrument, die alte Versailles-Kiste, muss ich nicht wieder ansprechen, ganz klar etwas, um Deutschland bluten zu lassen, bis zu Entscheidungshöhen von 214 Milliarden Euro durch den Bundestag bei einer Entscheidung. Und die große Mehrheit der Bundestagsabgeordneten wusste nachweislich, dank der damals noch gut funktionierenden Panoramasendung vom NDR, nicht Norddeutscher Rundfunk der ARD, wusste nicht, um welche Summe es eigentlich an diesem Tag ging. Das ist Fakt. Das ist sozusagen die Todesstunde des Deutschen Bundestages gewesen, ohne dass das jemand je gesagt oder gesehen hätte. 5 Mafia-Kartelle haben wir. Die Finanzmafia ist die schlimmste und die wichtigste. Dann kommen die Medien in der Virulenz, ja, in der Krankhaftigkeit, in der Übertragung von furchtbaren politischen Krankheiten, Energie, Rüstung, Pharmachemie, Krankheit und Nahrung. Falls man das noch Nahrung nennen kann, was aber in manchen Supermärkten in Deutschland angeboten wird, das ist Nahrungsmüll. Und ein Mafia-Kartell, das zeigt sich dadurch, dass wir Verbrechen begehen gemeinsam, sind so 3 Kennzeichen. Da gilt das Schweigegesetz Omerta, ja, so wie wir es von Sizilien kennen. Und das ist eine lebenslange Bindung. Versuchen Sie mal aus der Mafia auszutreten. Also aus OCG, das geht leichter, glaube ich. Das ist die Geschichte. Sie kommen da gar nicht wieder raus. Und es gibt genügend abgestürzte und zerbombte Präsidenten und deren Familien. Das ist gar nicht so einfach. Das Verdienstmodell der Finanzmafia, das ist das, um das es geht. Weswegen wir sagen, Politiker, die nicht dagegen angehen, sind keine, die etwas Neues schaffen. Das ist das Recht, Geld zu erfinden. Die sogenannte private Geldschöpfung, Fiat Money. Und wir hatten neulich vor 2-3 Monaten einen wichtigen amerikanischen Think Tank Professor, der gesagt hat, we are a pure Fiat Money Economy. Wir sind eine reine Fiat Money Ökonomie, Wirtschaft. Hat er gesagt. MPK-Medien, wir dürfen das glauben. Ja? Dann Zinsen auf erfundenes Geld. Und Gnade Ihnen Gott, wenn Sie Ihren Golf zurückzahlen wollen, den Kredit, den Sie da bekommen haben, selbstverständlich erfundenes Geld, und Sie zahlen das nicht ganz zurück. Die tun so, als hätten Sie Ihre Nachbarin beklaut, die bei der gleichen Bank ein Konto hat. Das ist so ein bisschen so der äußere Anstrich. Das heißt, Zinsen erheben und durchdrücken, notfalls sozusagen mit Staatsgewalt, Gerichtsvollzieher und so weiter. Die ETH-Studie hatte ich erwähnt. Und jetzt kommt Oswald Spengler, der ist interessant. Nur die Hochfinanz, sagt er, ist ganz frei, ganz ungreifbar. Die Banken und damit die Börsen haben sich seit 1789 am Kreditbedürfnis der ins Ungeheure wachsenden Industrie zur eigenen Macht entwickelt. Und sie wollen, wie das Geld in allen Zivilisationen, die einzige Macht sein. Untergang des Abendlandes. Und dann schreibt er weiter, eine Macht lässt sich nur durch eine andere stürzen, nicht durch ein Prinzip. Und es gibt dem Geld gegenüber keine andere. Damals gab es das nicht. Heute schauen wir mal. Das Geld wird nur vom Blut überwältigt und aufgehoben. Das ist Oswald Spengler.
Und ich sage, der irrt. Denn es gibt ein Überwinderprinzip. Und dieses Überwinderprinzip heißt Ethik. Und es ist deshalb ein wahnsinnig gutes Prinzip, weil der ganze Globus danach lechzt. Die haben die Nase voll von diesen Verbrechern, die weltweit herrschen, ihre Kanonenboote hinschicken, um ihren Drecksdollar als Weltleitwährung durchzusetzen und so weiter und so weiter. Sie wollen endlich Wahrheit. Gestern bei Freunden waren zwei junge Griechen eingeladen. Das nette Mädel war sowas von erleichtert, als sie merkte, wie wir so politisch drauf waren. Die hat sich richtig gefreut. Wir haben hinterher zusammen getanzt, gestern Abend. Es tut mir einfach leid, wie diese Europäische Union mit ihren wirtschaftlich schwächeren Mitgliedern umgegangen ist, auf Geheiß und Befehl der Finanzmafia. Es tut mir leid, wie Herr Tsipras eingeknickt ist, ganz offensichtlich unter Drohung. Ich habe das oft genug erklärt. Griechenland, so sagten es diese beiden jungen Griechen auch, in den 30ern sind sie, oder Ende 20, sehnt sich nach einem Politiker, dem sie glauben können, mit einem Konzept, dem sie vertrauen können. Das ist doch nicht nur Griechenland. Wir müssen es nur endlich liefern und dafür müssen wir Kriterien liefern, das ist entscheidend wichtig. Spengler sprach von einer Macht, die möchte ich gerne ansprechen, hier so ein bisschen mittendrin im Vortrag. Denn diese Macht ist der Überlebenswille. Der Überlebenswille von Menschen und Völkern, die wissen, gestern wurden wir durch den Euro ausgeraubt. Die Schweiz hat schon ihr Schärflein mitbezahlt und ich war nicht wenig, wenn ich das verstanden habe. Jetzt soll der Raub ganz groß werden. Um Gottes Willen werden die Crashs verhindert mit unermesslichen Geldbeträgen. 60 Milliarden Euro jeden Monat für etwas, das nennt sich QE. Weiß jemand, was QE ist? Nee, hebt sich kein Finger. Weiß ich ja auch nicht, wenn ich das nicht nachgucke. Das ist Quantitative Easing. Mit solchen Methoden berichten Finanzzeitungen über etwas, was Geld rausschmeißen zur Unterstützung der globalen Finanzmafia bedeutet. Das ist eigentlich und de facto, man muss es nur mal sagen, das ist Mafia-Schutzgeld, das wir bezahlen. Mehr ist das nicht. Und dann haben wir noch diese Outright Monetary Transfers. Da können noch mal, OMT, da können noch mal 100 Milliarden im Monat locker dazukommen. In diesen Größenordnungen müssen wir diese Schweinebande finanzieren. Und das ist ja nur Schutzgeld. Aber jetzt, mit der Zuwandererwelle, mit den Terroranschlägen hier bei uns, geht's an unser Leben. Mit der Kriegsbedrohung geht's an unser Leben. Ein paar haben vielleicht geglaubt, beim Euro halte ich noch den Schnabel. Ja, wollen wir denn auch beim Erschießen und beim Kriegführen den Schnabel halten, wo es doch schon anfängt zu zündeln in Syrien und anderswo? Das wollen wir nicht, das dürfen wir gar nicht, weil wir denen nur Zeit geben, den Krieg hier besser zu organisieren. Das ist es. Diese Zeit dürfen wir ihnen nicht geben. Wenn sich da jetzt irgendwer Sorgen macht, was diese weißen Streifen am Himmel sind, kann ich Ihnen sagen, was das ist. Das ist reines Kondenswasser. Wenn Sie das nicht glauben, die stehen 2 Stunden lang, 3, 6 Stunden, so wie da. Wenn Sie das nicht glauben, sind Sie alle Verschwörungstheoretiker, durchgeknallt, rechtsradikal. Fällt mir noch irgendwas ein? Ich weiß es nicht. Das sind Chemtrails. Und was ist da drin? Aluminium, Strontium, Barium, dolle Sachen. In der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch. 2 junge Mädels haben mal das Regenwasser untersucht. Die haben den ganzen Dreck da drin gefunden. Mit einem sehr schönen, neutralen Institut. Kann man googeln. Auf YouTube gibt es den Film dazu. Das machen die mit uns. Wie muss man geistig gewickelt sein, um seinen Völkern in der Fläche so etwas anzutun? Kriminell! Und die haben auch keine Scheu, Menschen wie Sie und mich richtig zu ermorden und nicht schleichend durch solche ausgebrachten Chemikalien. Und hier ist heute der Moment, das habe ich mir gestern Nacht überlegt, um diesen Punkt noch anzusprechen. Wir haben das Prinzip Ethik, die Ethik zur Bewahrung der Schöpfung. Wir haben eine Macht,
gegen die Finanzmafia. Das ist unser Lebenswille, unser Überlebenswille, muss man heute sagen. Aber wir haben eine Kraft und die ist unschlagbar. Und das ist der Glaube. Und es steht in der Bibel, dass der Berge versetzt. Und mit dieser Finanzmafia werden wir fertig. Auf jeden Fall. Lasst uns noch mal einen kleinen Blick werfen auf diese schöne Schautafel, die auch alt ist. 6 Milliarden US-Dollar Geschäft müssen die USA jeden Tag hinzubringen zum jetzigen Geschäft in Dollars, damit diese Hosenknopfwährung, eine Kanonenbootwährung, sollte man eigentlich sagen, nicht abstürzt. Das ist ganz schön heftig. Wer jemals so einen Golfkredit zurückgezahlt hat, weiß, was sowas ist, ja? Das möchte man nicht am Hals haben, Herr Obama. Verstehe ich. Aber willst du eigentlich deswegen weltweit die Völker unterjochen? Wie viel ist dir der verdammte Greenback denn wert? So als Menschenleben meine ich. Wann machst du Schluss, Obama, als Friedensnobelpreisträger? Hast du dann Rabatt? Da hast du dann 300 Millionen statt 200 Millionen? Ich frage einfach nur mal ganz unschuldig. Das ist unsere Medienkorruption. 6 große weltweite Konzerne, einer davon Bertelsmann, so sieht das aus. Eine Krake, nur Bertelsmann. Über Springer haben wir noch gar nicht geredet. Besonders gut mit Frau Merkel befreundet. Und der CEO von Springer reißt sich in meiner Nachbarschaft, in Potsdam, ein 60.000 Quadratmeter Gelände unter den Nagel, zäunt das ein, ohne jedes Recht, bis heute, über ein Jahr lang. Und die Stadtpolitik, jawohl, Herr Döpfner, jawohl. Sie reden was anderes, genau wie unser Seehofer und so. Sie reden mal was anderes, aber der Zaun steht. Wir müssen über Krieg reden. Wie geht Krieg? Krieg ist ein Geschäft, uralte Wissenschaft. Aber jetzt kommt was schon halb Neues. Sieg ist gar nicht mehr unbedingt nötig. Chaos reicht aus. Ein Volk im Chaos kann sich nicht wehren. Wir Deutschen sind auf dem Weg, Europa ist auf dem Weg, Frankreich auf dem Weg, Brüssel im Grunde schon gefallen, Menschenrechte in Frankreich schon ausgesetzt. So läuft das. Wenn die Polen nicht genügend Flüchtlinge nehmen, rückt ihnen Merkel auf die Pelle wie Weiland Adolf. Ja? Ich weiß nicht, was das soll. Krieg als Dauerzustand, sagt Joint Vision 2020, das Papier, das Gott sei Dank in Russland jetzt endlich angenommen ist als Grundlage von weiteren strategischen Planungen. Aber noch immer nicht allen bekannt. Da steht drin, orchestrierter Einsatz aller Institutionen, Organisationen, NGOs und Medien. Global. Und dann kommt der Krieg in allen Rechts- und Eskalierungsstufen. Bald auch bei uns. Angefangen hat es schon. Wie lange kann Deutschland weitermachen, nach 2 absichtlich schiefgegangenen Terrormanagement-Hilfsversuchsübungen in Köln und bei der Ulmer Gruppe, mit diesen komischen blauen Tanks, wo die Polizei angeblich dieses Haarfärbemittel da umgetauscht hat, das so explosiv ist. Und ich weiß gar nicht, was diese Quatsch Geschichten alle waren. Jürgen hat das ja Gott sei Dank sehr verdienstvoll alles auseinandergenommen. Wir reden von Terrormanagement, dann müssen wir reden von Chaosmanagement. Da will jemand Chaos einrühren, er will das nutzen, um die demokratischen Rechte einzuschränken, aber was das in Summe schafft, ist ein Management für Staatszersetzung. So wie wir das NATO-seitig in Libyen gemacht haben, in Syrien machen, in Afghanistan unternommen haben. Pakistan hängt immer auf der Kippe zum Failed State. Das wird dann hier von irgendwelchen dummseligen Kommentatoren weiträumig und auch großmäulig kommentiert. Ja? Und jetzt kommt dieser Kram zu uns. Das ist die Tatsache. Kommen die kriminellen Handelsverträge, geheime Verhandlungen, erweiterte Rechte für globale Konzerne, muss ich gar nicht alles aufzählen. Die machen dann sozusagen bei den Schlips- und Kragenbranchen, da machen die das ganze Ding noch richtig rund, dass sie auf der Straße einsortieren mit solchen Mehrfachattentaten. Jetzt gucken wir uns das an. Wir waren jetzt eben bei TTIP, CETA und TISA. Wir wissen, nicht, es gibt diese berühmten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte der Bundeswehr. Durch die Hintertür haben wir den Bundeswehreinsatz in Deutschland geschaffen. Dann haben wir diese wunderschöne Geschichte mit netzpolitik.org. Ja, das ist so eine systemnahe Oppositionsbewegung. Die hat mal was geschrieben mit Offizialdokumenten über die geplante Spionage des Bundesamts für Verfassungsschutz gegen die eigenen deutschen Bürger. Prompt hat die ganze Öffentlichkeit nur noch
über Netzpolitik.org und diese tapferen Jungs gesprochen und keiner mehr hat geredet, dass wir ja jetzt ausspioniert werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Wer schützt eigentlich die Deutschen vor ihrem Verfassungsschutz? Dann haben wir das Geoengineering, ich hatte es erwähnt. Kriegsstrategien mit Lügenmedien, ist erwähnt. Unser Gesundheitssystem macht krank. Tiefenmäßig, Impfpflichten, was wir alles erfinden. Krebstherapien, die in Israel verboten sind und so weiter und so weiter. Wir haben einen Niedergang der Bildung. Wir werden regelrecht dumm gehalten. Schon Churchill hat bemerkt, wenn man politisch und historisch nicht gebildet sein wolle, sollte man sich in Deutschland ausbilden lassen. Das ist deswegen so, wie soll man sagen, halb schmerzhaft, weil dieses Unwissen ja angeordnet ist mit militärischer Alliiertenmacht. Ja? Und mich erinnert das fatal an Adolf Hitlers Ekelpolitik gegenüber Polen, wo ja auch der Wissensstoff in den Schulen begrenzt werden sollte. Und auch wurde. Dass Familien bei uns großflächig benachteiligt werden, bis wir als Schlusslicht, so die neueste Studie, meine Frau ist Hebamme, ich weiß, wovon ich rede, als Schlusslicht weltweit dastehen, damit wir dann endlich Zuwanderer organisieren können, über Jahre hin, nach jahrzehntelangen Planungen. Das ist die Lage. 12 handfeste Punkte, die das System Bundesrepublik Deutschland ändern. Und wenn das passiert, greift Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz zum Widerstand. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt im letzten Vierteljahr. Aber wie? Das geht jetzt ein bisschen genauer zur Sache. Eines ist klar, wir werden nicht so unterdrückt, wie das früher so üblich war, in der Sowjetunion, in der DDR oder unter Adolf. Bum, bum, nachts an die Tür, 5 Uhr, Abholung. Wir werden verführt, sagt Byung-Chul Han. Ein Südkoreaner, der klug ist, an der Berliner Uni. In der Süddeutschen Zeitung im letzten Jahr, kann man googeln. Wir werden verführt, nicht unterdrückt. Und die Zukunft, die sieht dann eben so aus wie auf diesem Bild. Das ist Berlin 1945. Das machen die mit uns. Ich mache hier keine Panik. Es wird doch ein wenig dauern, bis es soweit ist. Aber wenn wir ihnen die Zeit geben, ich sage nochmal dieses Wort Zeit, dieses magische Wort Zeit, das weiter vorzubereiten, mit jedem Tag rückt das näher. Und das bedeutet für jeden, der verstanden hat, worum es geht, er muss sein Leben ändern. Wir müssen unser Leben ändern. Wir müssen ganz anders zur Sache gehen als vorher. Anders als Frau Merkel, anders als Gerd Schröder, haben wir Kinder. Wir haben auch das Gefühl von Verantwortung für Staat, für unsere Dorfgemeinschaft, für Menschen, die wir kennen und lieben. Und für unsere Nachbarvölker auch. Wollen wir denn Brüssel, unseren Nachbarn, absaufen lassen? Mit dem regierungsamtlich aufgebauten Terrorviertel Molenbeek? Wollen wir unseren lieben Franzosen zugucken, wie Herr Hollande sie ins Jenseits wirtschaftet? Nein, wollen wir nicht. Das sind unsere Brüder und Schwestern in Europa. Die Regierungen lügen doch nur, dass das eine Gemeinschaft sei. Wir wollen die mit Leben erfüllen. Mit Leben, das Leben darf. Wir entscheiden uns selbst. Wir entscheiden auch selbst, was passiert. Und das bleibt die bange Frage. Muss das erst so weit kommen? Muss das erst so weit kommen? Bleibt diesmal die Schweiz heil, wie beim letzten großen Gang? Ich wage das nicht zu beantworten, diese Frage. Ich wage es nicht. Lösungskriterien und Ansätze. Reform des Finanz- und Geldsystems. Oben an, weil das sind die Drahtzieher. Wenn wir ihnen ihr Verdienstmodell nicht wegnehmen, haben wir sie nicht entmachtet, denn sie herrschen mit Dollarsäcken. Heute läuft die CIA, laufen Amerikaner, laufen NATO-Leute mit Dollarsäcken durch Moskau und kaufen Präsident Putin seine Leute unter seinem Hintern weg. Der weiß gar nicht, wie er sich drehen und wenden soll. Das ist die Tatsache. Da ist ein Kampf im Gange in Russland. Wir haben ihn nicht mal bemerkt. Euro-Ausstieg ist das Nächste. Sind wir denn wahnsinnig? Sind wir Selbstmörder? Sind wir nicht.
Wenn wir erkennen, dass das gar nicht funktionieren konnte, dann wissen wir, es ist ein Betrugsmodell. Müssen wir uns jeden Tag weiter betrügen lassen? Müssen wir nicht. Wir wollen endlich Korruption und Verkrustung weghaben. Haben wir Lust, jeden Tag hilflos auf Berlin zu schimpfen? Nein, wir wollen jetzt was machen, um diese Leute loszuwerden. Das ist entscheidend. Und das Wichtigste dann ist das Ende unserer aggressiven Außenpolitik. Wir zündeln ja gemeinsam mit Washington auf dem ganzen Globus herum. Frau Merkel hat noch nie Nein gesagt. Frau Elke Hoff von der FDP, als noch im Bundestag war, immerhin die Beauftragte für Militärfragen, hat gesagt, es handelt sich um eine Angebotspolitik. Kluges Wort, verehrte Dame. Jawohl, es ist eine militärische Angebotspolitik, die Frau Merkel da betreibt. Wir brauchen eine Reform des Parteiensystems. Parteien wirken an der Willensbildung mit, heißt es in der bundesdeutschen Verfassung. Was machen Sie? Sie beherrschen die Willensbildung. Geht überhaupt nicht. Unsere Institutionen sind alle besetzt mit irgendwelchen Speichelleckern unserer regierenden Eliten. Das muss dringend aufhören. Das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal viel besser. Und vorher gab es da auch noch ganz eigene Köpfe. Natürlich müssen wir unsere Sicherheitskräfte reformieren. Wir brauchen mehr und besser bezahlte Polizisten, die wir persönlich kennen. Die Geheimdienste müssen dem Volk verantwortlich sein, nicht einer korrupten Regierung. Das muss das Gefühl der Beamten sein. Jetzt machen wir sie zu Komplizen der Finanzmafia auf Befehl. Und da sind eine ganze Reihe, sage ich Ihnen, übrigens herzlich willkommen, lieber Verfassungsschutz, hier. Sind eine ganze Reihe Beamten dabei, denen es wehtut, was sie jeden Tag tun müssen, die nicht wissen, wohin mit ihren Informationen. Ganz problematisch, einzelne Schicksale, sie besaufen sich, sie setzen ihre Ehen in den Sand, sie machen Pleite, solche Dinge passieren da. Und wenn wir 2 von den 7 Punkten nicht erfüllen, gibt es keinen gelungenen Neubeginn. Muss ganz klar sein. 1 können wir verkraften. Aber wenn 2 Punkte nicht klappen, wird es nicht gehen. Wir müssen also unser Leben verändern. Wir müssen uns mit anderen verbinden. Wir brauchen enge, persönliche Bekanntschaften von 5 Mann. Ihnen muss ich das jetzt gar nicht sagen, weil hier ist eine tolle, enge, persönliche Verbindung, Gott sei Dank. Aber anderen in ihrer Umgebung, die vielleicht sagen, naja, gleich in so eine Kirche eintreten, ich weiß ja nicht, kann man vielleicht eine andere Gruppe mit denen gründen? So eine, was wie das, Meinungsfitnessgruppe oder sowas? Wurde mir gerade auf dem Herweg erklärt. Ganz gute Sachen. Irgendwer freut sich da. Ich hoffe aus gutem Grunde. Ich glaube, das sind ganz gute Dinge möglich, die man organisieren kann, auch im Außenkreis von festgefügten Organisationen. Da gibt es vielfältige Ideen. Jetzt heißt es machen, ihr Lieben. Machen, nicht drüber nachdenken. Machen und gut prüfen, mit wem man sich einlässt. Denn da kommen dann die schicken kleinen U-Bötchen. Dann geht es ums Vernetzen. Muss hier auch nicht gesagt werden. Alles gut. Aber draußen im Umfeld, im Umkreis, für uns in Deutschland gilt das besonders. Programmarbeit muss geleistet werden. Hier hat die Deutsche Mitte ein Angebot. Wir haben auf unserer zentralen Homepage, wenn man lang genug nach unten scrollt, ein parteineutrales Programm für die Friedens- und Protestbewegung. Das ist eine super Sache. Als Steinbruch, kein Copyright. Name muss nicht erwähnt werden. Nicht Hörstlich, Deutsche Mitte, gar nichts. Einfach nehmen, gucken, ob es passt, wo Änderungen gewünscht sind. Machen, rausschmeißen, reinsetzen, streichen, sonst irgendwas. Aber man hat schon mal was. Man muss nicht bei Null anfangen. Die Organisation muss dezentral sein. Das ist wichtig. Keine Spitzen bilden. Die werden gerne mal in einen Autounfall verwickelt oder was da so alles ist. Und der Kampf muss legal bleiben. Sofort rausschmeißen Typen, die irgendwie von illegalen Dingen reden. Warum? Hoher U-Boot-Verdacht. Ja? Steilvorlage fürs System. Um Gottes Willen, Finger davon. Gewaltsam sind die anderen. Wir haben die Sachen, von denen ich gesprochen habe. Ethik, die Macht unseres Lebenswillens und unseres Fürsorgewillens und unseren Glauben. Da kommen die anderen doch gar nicht gegen an. Bleiben wir dabei, das ist bewährt. Und wenn nur ein Punkt, den ich hier genannt habe, nicht klappt, scheitert der ganze Widerstand. Guckt es euch in Ruhe an. Gibt es ja nachher alles zu sehen. So ist das.
Ich habe das mit Absicht so aufgeschrieben, dass man weiß, was muss man und was ist vielleicht noch passabel, wenn es nicht klappt. Widerstand zusammen mit Unternehmen, hochvertraulich. Ich sage mal Stichwort mechanische Schreibmaschine, nur persönliche Treffen, kein E-Mail, kein Telefon, gar nichts, nichts. Persönlich, nicht öffentlich und für die Unternehmen ein ganz eng begrenzter Einsatz auf bestimmte Zeitpunkte hin. Darum geht's. Wir müssen die Unternehmen schützen. Unternehmer machen sich heute berechtigt Sorgen, wo dieses System mit dem Staat, in der ja ihre Firma sitzt, die sie nicht in ein, zwei Sekunden verscheuern können, elektronisch an irgendwelchen Highspeed-Börsen. Ja? Familienunternehmer insbesondere, sehr sympathisch, das ganze System. Genossenschaften, da entstehen Sorgen, die müssen wir glaubwürdig adressieren können. Ein Generalstreik. Die Gewerkschaften reißen uns nicht raus. Die Unternehmer auch nicht. Wir sollen sie auch nicht. Wir müssen uns auf die Hinterbeine stellen. Wenn die Menschen stark sind und zeigen, dass sie Widerstand können, kommen die anderen, weil sie es gerne wollen. Sie warten darauf. Aber es kommt ja nichts aus der Breite der Bevölkerung. Wieder heißt es hochvertraulich, persönlich, mechanische Schreibmaschine. Und plötzlich muss das öffentlich werden. Ein hoher, aber ein begrenzter Einsatz. Wir wollen nicht die Gewerkschaften verschleißen. Sie können wichtige Verbündete sein. Die ganze Problematik ist uns allen klar. Viele Speichelecker des Systems und immer noch ehrliche Herzen in der Mitte, an der Basis und mancher noch oben. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Und dann ist auch zu Ende. Wenn wir ein Experiment machen, dass wir tatsächlich uns von der Mafia verabschieden, dann sagen viele, und das will Washington dir erlauben? Dir erlauben? Die werden ihre Truppen schicken. Die werden das gewaltsam beenden. Also geht es nur mit mehreren Ländern gemeinsam. Das ist das eine. Wir internationalisieren diese Politik vom ersten Moment an. Schon heute gibt es in der Schweiz, schon heute gibt es in Österreich, nächste Woche bin ich in Kärnten, genügend Menschen, die das machen wollen. Die bereit sind, die warten nur auf den Startschuss. Da sollten wir mal schnell drüber nachdenken. Gut gucken mit wem, schnell starten. Lieber ein paar weniger, sauber starten. Und wir brauchen internationale Abstimmung. Und das ist das Allerwichtigste. Deutschland braucht kräftige Freunde, die am gleichen Strang ziehen. Weltweit. Ich denke an alle, die da sind, und nicht mehr vom Dollar und von Washington und von der Mafia beherrscht werden wollen. Da gibt es ganze riesige Völker, wie bei uns. Und natürlich denke ich an Russland zuerst. Und natürlich denke ich an die BRICS-Staaten. Und natürlich denke ich an die verdienstvolle Alba-Gruppe von Hugo Chavez, gegründet in Südamerika. Natürlich denke ich daran. Und vor allen Dingen denke ich an das Non-Aligned-Movement, die Blockfreien-Bewegung. Super Freunde sind dabei. Viele Völker, die bereit wären. Wir müssen die Kontakte bauen. Hier passiert Entscheidendes dafür, durch die Vielsprachigkeit Ihres Programms. Und das wieder global und umfassend, hochvertraulich, persönlich und sehr, sehr konkret. Wir dürfen den Abwehrkampf gegen die Finanzmafia nicht zu einem Sicherheitsexperiment für die Menschen werden lassen. Wir müssen vorher Sicherheiten schaffen. Bevor wir richtig loslegen können, brauchen wir die auf dem Tisch, verlässlich, handfest. Daran arbeite ich intensiv, jeden Tag. Das ist der entscheidende Punkt an dieser Geschichte. Internationale Absicherung. Sonst werden wir erwürgt, wie Wörgl in Österreich, wie Katalonien von den Faschisten in den 30er Jahren und wie viele andere große und kleine persönliche Experimente in unseren Staaten schon heute. Durch alle möglichen Methoden, wir wissen das. Es gibt einen netten Anwalt, der mir aus der kritischen Szene, der mir gesagt hat, ich gründe in dieser Republik keinen Verein mehr. Warum? Werden ja eh alle unterwandert, kaputtgeschossen, irgendwie. Das ist die Situation. Da müssen wir ran, dass wir international einen Sicherheitsrahmen schaffen, der alles dann beschützt. Darum geht's. Ich gucke das gerne nochmal an. Prinzip Ethik. Macht. Die Macht ist unser Lebenswille. Für uns. Und unser Hilfswille für die anderen. Und unser Glaube ist die Kraft. Wir können das schaffen.
70% Zinsen stecken in jedem Haus. 30%, wer hier ein Traumhaus hat, kostet dann noch 30%. 50 Milliarden Euro zahlt Deutschland jedes Jahr Zinsen. Unsere Schutzgelder an die Mafia. Künftig gäbe es höhere Löhne, weniger Steuern und kaum noch Staatsverschuldung, nämlich nur noch vielleicht 10% aus Spaß, so wie in Russland. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja. Ich denke, man spürt. Nie spürt man, wie leicht man ist, als wenn man neben einem Schwergewicht steht. Für mich ist eins klar, es gibt nachzubüffeln, nachzulernen. Man muss diese Dinge, wie ich schon bei der Einführung sagte, mehrmals hören. Es kommt so geballt, es sind so viele neue Begriffe, neue Namen, neue Ortschaften, neue Verhältnisse, neue Perspektiven. Man kann das gar nicht einfach so jetzt in einem Vortrag alles erfassen. Aber ich habe das im Vorfeld geklärt, gesagt, wir müssen das immer und immer wieder hören, bis es drin ist, bis wir es richtig verstanden haben. Und wir haben die Gewohnheit, nichts zu tun, was wir nicht von hinten her verstehen. Nicht so im Nebel, im Dunstkreis des Unverstandes, einfach irgendwo etwas tun. Wir arbeiten daran, bis wir es ganz gesehen haben, wie es läuft. Und dann von der Spitze her, und wir sehen doch, das ist unser Weg. Das ist nämlich der Glaube, er sieht vom Ziel her. Und wenn das möglich ist, und diese Einheit entsteht, dann gibt es kein Aufhalten mehr. Also wir danken für die sehr, sehr breitflächige Inspiration und wir bleiben in Verbindung. Ja? Guten Danke. Flug. Er ist schon bald im Flugzeug. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke. Alles Gute. Wir sehen uns.